Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Julfa und heute spielen wir Pac-War und das ist quasi einfach nur Pac-Man auf Crack. Wie ihr hier schon sehen könnt und hinter uns war gerade schon eins von den Geisterviechern, das Spiel ist so eine, eigentlich so eine Horror-Pac-Man-Mischung-Dings-Teil, unten rum, oben auch und, und wir laufen jetzt hier drin rum. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, ist mit Unity gemacht. Wir sind einfach nur wie Pac-Man müssen wir jetzt hier. Da war eins von den Viechern. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Da ist noch eins. Scheiße. Wir werden eingekreist. Nee. Und es ist quasi wie Pac-Man. Wir müssen einfach die Kugeln einsammeln. Dürfen nicht sterben. Und sobald wir alle haben, kommen wir ein Level weiter. Es ist ziemlich cool. Es gibt auch Waffen. Seht ihr noch. Aber erstmal sammeln wir jetzt noch ein paar von den Kügelchen hier. Und gucken mal, wo waren denn die Viecher? Eben Hauptsache, die haben mich direkt zu dritt eingekreist. Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht, wie viele es von denen gibt. Ich schätze mal so viele wie Geister bei Pac-Man. Also eigentlich vier, oder? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kann mir auch täuschen. So, einmal hier. Zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Ist auch richtig scheiße. Man kann richtig. Es passiert richtig leicht, dass man in diesen Kugeln vorbeiläuft. Ich habe eben mal ganz kurz eine Runde Probe gespielt. Und es ist. Nein, da kommt eins. Verdammt. Ah, da ist schon Game Over. Aber wir drücken Replay. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Los, Replay. Los geht's. Neuer Versuch, neues Glück. Ah, ist das Spiel ekelhaft. So, da hätten wir jetzt, hier gibt es jetzt zum Beispiel Waffen an diesen blauen Dingern. Nehmen wir jetzt aber erstmal noch nicht mit und seht, ich bin schon aus Versehen an der Kugel vorbeigelaufen und hier auch. Oh, da kommt eins. Oh, jetzt kann ich nicht mehr zu den Waffen gehen wahrscheinlich. Oder doch? Geh mal weiter. Nein, es hat mich gesehen. Jetzt, nein! Schon wieder eingekreist. Nein, 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 nein. Die kriegen mich in der Ecke nicht. Sind die dumm? Monster verbuggt. Yeah, yeah. Aber wir laufen mal rein. Weil was sollen wir sonst machen? Wir können sonst nicht weiterspielen. Und weiter geht's. Man hat immer zwei Leben. Beim normalen Pac-Man hat man, glaube ich, eigentlich drei. Bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt brauchen wir mal so ein Waffending. Man kann die Viecher nämlich töten. Man kann sie töten. Die kommt zwar nach einer Zeit wieder, aber das ist egal. Hauptsache, ist jetzt genau jetzt, wo wir eins brauchen. Ist hier nicht so ein Waffen... Doch, hier ist eins. Jetzt geht's los. Shotgun. Und... Ja, die Musik hier ist ein bisschen Copyright halt, ne? Töt es. Töt es. Töt es. Ist da noch eins? Ja, mach's weg. Mach's weg. Okay. Nein. 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 Verdammte Bejesus, Mann. Gott, Kacke. Mann. Nein, die waren überall. Die sind viel zu viele. Viel zu viele. Viel zu viele. Ja, wir haben gerade ein drittes Leben gehabt. Eben bin ich dann nach zwei Leben gestorben, oder nicht? Egal, wir sammeln mal weiter Dinger ein. Als Knallgas fahren. Okay, hier ist wieder... Nein, 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 nein. Ach, Mann, verdammt. Ich wollte noch schnell die Waffe holen, aber es hat nicht funktioniert. Und Game Over. Wir haben 0 Punkte gehabt. Alles klar, wahrscheinlich, oder? Neue Runde. Next Round. Und wir versuchen es nochmal. Aber das Spiel zu schaffen ist echt so schwierig. Also Pac-Man, Pac-War heißt das übrigens. Ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Gibt's auf Game Jolt, ist mit Unity gemacht, habe ich aber glaube ich schon gesagt. Ist auf jeden Fall richtig gut und bockt arg. Macht eigentlich ziemlich viel Spaß, ist aber ziemlich schwer. Ziemlich, ziemlich schwer. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich habe jetzt hier Waffen. Ich habe Waffen. Komm, 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 komm. Und da kommt wieder die Copyright-Musik. Und da haben wir Nummer 1 weggeholt. Und mit den Waffen ist es natürlich um einiges schöner hier rumzulaufen. Weil was wollen sie jetzt? Was wollen sie? Kommt doch. Jetzt bin ich der Jäger. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo, da bist du! Zack, zack, zack! Weggeholt! Wo ist der nächste? Oh Gott! Wäre ich jetzt ein bisschen schneller gewesen, hätte der mich gekriegt, wäre ich einfach ums Eck gelaufen. Okay. Das Problem ist halt, dass die Waffen nur eine bedingte Zeit halten. Irgendwann sind sie zu Ende, dann sind die Viecher... Oh, hier sind wieder welche. Nice! Na komm, hol ihn weg! Das ist jetzt nur so eine Pistole, die ist nicht ganz so gut. Warum sind die denn jetzt alle hier? Oh Mann! Oh Mann, das noch... Wie viele sind das denn? Das sind ja viel mehr als im normalen Pac-Man. Oh Gott. Das war knapp. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Komm, komm, komm. Da ist ein Schlüssel. Mit dem Schlüssel kommen wir ins nächste Level. Da kommen wir hier lang. Mach auf, mach auf, mach auf. Klick F, 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 F. Ich kann jetzt hier rein. Yo, you win. Und wir haben Pac-War gewonnen, verdammte Scheiße. Congratulations and thank you for playing. Ja, war ein nices Game, Leute. Ist in der Beschreibung unten drin. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, macht auf jeden Fall Bock, ey. Und es ist halt noch so eine Beta-Version. Da kommen noch bessere Versionen. Die Musik ist ziemlich laut gerade, ey. Da kommen noch bessere, neuere Versionen. Wahrscheinlich auch bessere mit mehr Leveln und so weiter. Ich dachte, wir kommen jetzt eigentlich ins nächste Level, aber so hat man schon gewonnen.
Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten kleinen Spiel. Macht's gut und bis dahin. Und das war Pack War. War ganz cool.